Dr. Mabuse, der Spieler, ein Bild der Zeit und Inferno, Menschen der Zeit. Die Zeit nach dem Ersten Weltkrieg war für Deutschland eine Zeit der tiefsten Verzweiflung, der Hysterie, des Zynismus, des ungezügelten Lasters. Entsetzliche Armut war neben ganz großem und neuem Reichtum. Berlin prägte damals ein Wort, Raffke, vom Zusammenraffen des Geldes. Raffke, so nannte man den Neureichen. Dr. Mabuse ist das Prototyp dieser Zeit. Er ist ein Spieler. Er spielt Karten, er spielt Roulette und er spielt mit dem Leben dieser Menschen und er spielt mit dem Tod. In dieser Zeit gab es ein Plakat in Berlin. Berlin, dein Tänzer ist der Tod. Fritz Lang inszeniert einen Totentanz als Zeitbild innerer Zerrissenheit nach dem Ersten Weltkrieg, in der Tradition der dunklen Dämonengeschichten des frühen deutschen Sturmfilms, wie Robert Wienes das Kabinett des Dr. Caligari aus dem Jahr 1919. Paul Wegeners Der Golem von 1920. Oder Friedrich Wilhelm Murnaus Nosferatu von 1921. Zudem ist Dr. Mabuse eine aktuelle Literaturverfilmung und ein Gangsterfilm, Fritz Langs eigenem Frühwerk Die Spinnen verpflichtet. Die Spinnen bilden eine weitgehend anonym bleibende Verbrecherorganisation. Mit einem nie wirklich greifbaren Dunkelmann als Boss, residierend in einem seltsamen Gebäude aus Stahl, als wolle man gegen militärische Attacken gefeit sein. Hier bereits findet sich das Motiv der geheimen visuellen Überwachung, des Sehens und des Nicht-Gesehen-Werdens, das Fritz Lang später immer wieder beschäftigte. So zum Beispiel in Metropolis oder 1960 in Die tausend Augen des Dr. Mabuse. Nach der Erfahrung des NS-Staats ist die Überwachung zum eigentlichen Instrument der Machtausübung geworden. Auch Mabuses Spiel mit Masken und Verkleidungen wird in Die Spinnen schon vorweggenommen. Den Angriff auf das Haus der Spinnen hat Fritz Lang später mit der Erstürmung von Mabuses Hauptquartier noch spektakulärer wiederholt, angeregt durch einen realen Vorfall. Vielleicht ein Jahr, bevor ich Mabuse machte, gab es in Frankreich etwas, was man das Fort Chavrol nannte. Es war meiner Ansicht nach zum ersten Mal in der Geschichte des Verbrechens, dass sich Verbrecher, Pariser Apachen, ich glaube es waren Bankräuber, in einem Haus in einer Vorstadt verschanzten und die Polizei konnte sie aus diesem Haus nicht vertreiben. Militär musste eingesetzt werden. Und diese Szene habe ich übernommen in Mabuse. Nach dem Ersten Weltkrieg herrschen in Deutschland schwere Zeiten. Innenpolitisch kämpft die Regierung gegen Aufständische von links und rechts. Außenpolitisch leidet die junge Weimarer Republik unter dem Versailler Vertrag und den geforderten Reparationszahlungen. Kein Wunder also, dass der Wille zur Macht ein zentrales Thema im Film wurde. Denn nur die Konzentration von Macht könnte dem Chaos ein Ende bereiten. Gleichzeitig aber erzählt Dr. Mabuse stets auch von der Angst vor dieser Macht und den Folgen ihres Missbrauchs.
Schon in die Spinnen hatten sich Verbrecher hypnotischer Kräfte bedient, um Macht über Menschen und ihr Vermögen zu bekommen. Dr. Caligaris Medium Cesare wird unter der hypnotischen Kraft seines Herrn zum willenlosen Mordwerkzeug. Caligari scheint dabei fast zweckfrei böse zu handeln, ohne wirklich erkennbare materielle Interessen. Er übt Macht unter Machtwillen aus. Der Spieler Mabuse unterwirft sich niemals dem Reiz des Zufalls und dem Abenteuer des Glücksspiels. Er setzt seine hypnotischen Kräfte ein, um sein Gegenüber zu Fehlern zu zwingen. Obwohl er deren Reichtümer nicht braucht, solange er im großen Stil die Börse manipulieren kann und Einfluss nimmt auf den Ablauf internationaler Finanztransaktionen. Letztlich braucht er die besiegten Opfer mehr als die Beute. Selbst der universalgelehrte Faust erliegt seinen Allmachtswünschen. Wenn er den Pakt mit dem Teufel schließt, leiten ihn noch edle Motive, denn er will die Menschheit vor der Pest retten. Doch für den Gewinn der Macht hat er seine eigene Seele verkauft. Er wird zunächst ein exzessiv ausschweifendes Leben führen. In vielen Momenten ist Mabuse Fausts bösester Bruder. Auch er trägt die Verantwortung für den Tod der Frau, die ihn liebt. Und mit Faust verbindet ihn die Gründlichkeit eines Wissenschaftlers. Seine Taten plant Mabuse akribisch und präzis. Doch er bleibt der größte und trivialste Materialist unter den Dämonen. Den alten Alchemistentraum, Gold in der Retorte zu erzeugen, hat er sich auf die einfachste Art erfüllt. In seiner Fälscherwerkstatt druckt Mabuse Geld nach Belieben. Immer wieder werden Frauen das Opfer männlicher Macht. Murnaus Faust lebt sein erotisches Jagdfieber mit Hilfe des Teufels aus. Andere greifen einfach selbst nach der Beute. Das Bild von wehrlosen, von Männern brutal abgeschleppten Frauen ist ein häufig verwendetes Motiv im deutschen Stummfilm. Die Magier, die ihre Zuschauer Visionen anderer Welten sehen lassen, haben eine lange Tradition in der deutschen Literatur. Sie reicht zurück in die Romantik, in die Zeiten eines E.T.A. Hoffmann. Natürlich kommt dieses Motiv als Film im Film den Möglichkeiten des Kinos besonders weit entgegen. Wenn in Der Golem Rabbi Löw am Hof des Kaisers die Ahnen seines Volkes beschwört, so gleicht dies einer Filmvorführung, die zudem interaktive Möglichkeiten bietet. Auf das Gelächter des Kaisers und seines Hofstaats
reagiert der projizierte Ahasver mit einem Wutausbruch, der die Burg zum Beben bringt. Eine vergleichbare Sequenz findet sich auch in Metropolis, wenn Maria vom Turmbau zu Babel erzählt und mit der Erzählung auch im Bild die alttestamentarischen Szenen auftauchen. Mit einer ähnlichen Projektion gaukelt Mephisto am Horizont dem von seinen Vergnügungen ermüdeten Faust ein Bild der Heimat vor. Auf der Bühne der Berliner Philharmonie suggeriert Dr. Mabuse seinem Publikum orientalische Bilder. Er lässt die Figuren aus der Projektion heraustreten und mitten durch den Zuschauerraum abziehen. Später hat das übrigens Woody Allen in Purple Rose of Cairo wiederholt. Immer wieder wird die Suggestion zur im Stummfilm natürlich unhörbaren, aber sichtbaren Sprache, die nicht als Zwischentitel erscheint, sondern innerhalb des filmischen Bildes. Robert Wiene bedrängt den Zirkusdirektor mit dem hypnotischen Befehl, du musst Caligari werden. Friedrich Wilhelm Murnaus Mephisto gaukelt dem verzweifelten Wissenschaftler Faust schriftlich die Begriffe Macht und Herrlichkeit vor. Mabuse, der Hypnotiseur, irritiert seinen Gegenspieler durch die Projektion eines chinesisch anmutenden Schriftzugs auf dem Spieltisch. Gegen Ende des zweiten Teils setzt der Verbrecher den Schriftzug Melior als eine Art hypnotischen Befehl ein, um den Staatsanwalt in seinem Auto in einen Steinbruch zu jagen. Welch hinreißende filmische Idee. Auch dem Geschriebenen ist nicht zu trauen. Das Verführungspotenzial der Wörter kann noch tückischer wirken als ein Bild. Mit telepathischer Macht zwingt Mabuse Graf Tolt zum Falschspiel. Ein zentrales Motiv der Angst in vielen deutschen Stummfilmen ist der Verlust des Willens. Ein Jahrzehnt bevor Leni Riefenstahl und die NS-Propaganda den Triumph des Willens feierten. Für Siegfried Krakauers These, Caligari, Mabuse und andere Schurken seien eine Vorahnung des Tyrannen Hitler, ist der Verbrecher mit den vielen Erscheinungsformen ein besonders überzeugender Beleg. Wo immer in dieser Stadt eine Straftat geschieht, Mabuse ist dabei. Auch als Psychoanalytiker an einem Rednerpult, als seriöser Herr in einer Theaterloge, als junger Glücksspieler, als bärtiger Russe, als betrunkener Arbeiter, als jüdischer Straßenhändler, als ein Typ wie Rasputin. In jedem Unbekannten dieser Geschichte könnte sich Mabuse versteckt haben, wie ein böser Dämon, der beliebig in fremde Körper zu schlüpfen versteht und ein Virtuose des Inszenierens ist, wie Fritz Lang. Cara Carrozza, Mabuses missbrauchte und in den Tod geschickte Geliebte, schwärmt über ihren Meister.
Mabuses vielfältige Identitäten führen das romantische Motiv des Doppelgängers ins abgründig Uferlose. Und erst seine nie endgültig greifbare Identität verleiht der Allgegenwart des Bösen ihr profundes Bedrohungspotenzial. Die Geschichte von Mabuse ist eine zum Filmstoff verdichtete Verschwörungstheorie. Lang hat seinen Helden so konsequent als Kunstfigur angelegt, dass seine verschiedenen Masken und Namen nicht auf eine einzige Identität hinweisen, ihn nicht zum alles übel erklärenden Sündenbock stempeln, sondern ihn als Allegorie der Präsenz des Bösen schlechthin auftreten lassen, das sich der unterschiedlichsten Gestalten bedient. Mabuses Genie und sein von wachsendem Realitätsverlust begleiteter Größenwahn lassen ihn weit weniger greifbar und vor allem gefährlicher erscheinen als seine späten Nachkommen, die nach der Weltherrschaft strebenden Schurken der James-Bond-Filme. Für Siegfried Krakauers These, Dämonen wie Caligari, Nosferatu, Rotwang oder Mabuse seien eine Vorahnung des Tyrannen Hitler, ist der Böse mit den vielen Erscheinungsformen ein besonders überzeugender Beleg, auch wenn Fritz Lang das anders sieht. Man hat mir oft unterstellt, dass Dr. Mabuse das Prototyp des Diktators war, dass ich Hitler vorausgesehen habe. Das stimmt nicht. Für mich war Dr. Mabuse ein Übermensch. Irgendwo der Nietzsche-Übermensch im schlechten Sinn gesehen. Ich habe später noch einen dritten Film von Dr. Mabuse gemacht, bevor ich Deutschland verließ, Das Testament des Dr. Mabuse. Und da legte ich in den Mund des Dr. Mabuse allerdings Sätze, Leitfäden der Hitlerbewegung. Dr. Mabuse will den Bürger dazu bringen, die Autorität, die er selber über sich eingesetzt hat, die Staatsautorität, zu untergraben, den Staat zu stürzen und auf den Trümmern dieses Staats seine Welt, die Welt des Verbrechens aufzurichten. Norbert Schacks Romanvorlage spielte in München und am Bodensee. Fritz Lang und seine Drehbuchautorin Thea von Harbu haben die Geschichte vollständig nach Berlin verlagert. Die illegalen Spielsalons und noch mehr die Etablissements des erotischen Vergnügens wären so in Bayerns Hauptstadt schwerlich glaubwürdig gewesen. Die Schauplätze bewirken einen höchst eigenwilligen Stilmix der Filmarchitektur und betonen noch einmal die innere Zerrissenheit der Welt Mabuses und seiner Zeitgenossen. Die Szenerien sind hier dennoch näher an der Wirklichkeit als in vielen anderen Filmen der Zeit. Fritz Lang wollte auch den Film keineswegs als expressionistisch verstanden wissen. Expressionistisch, so die Filmhistorikerin Lotte Eisner in ihrem Buch »Die dämonische Leinwand«, sind nur gewisse kontrastreiche Ausleuchtungen.
eine nachtdunkle Gasse, wo sich der Mord an dem jungen Hull vollzieht. Oder Graf Told wankt mit einem brennenden Kandelaber durch die Säle seiner exotischen und expressionistischen Kunstsammlung bis zu der Freitreppe. Und urplötzlich prallt auf Augenblicke eine Skulptur, eine riesige Maske aus dem Dunkel. Vor dem Kaminfeuer unter dem Bild des Luzifer sinnt der dämonische Doktor selbst dem Luzifer gleich. Auch mit dem Einsatz symbolischer Details knüpft Dr. Mabuse, der Spieler, an zeitgenössische Vorbilder an. Groß im Bild sehen wir eine Schlange, der Mabuse das Gift abzapft. Wenn er später nach einer Perlenkette greift, dann erinnern seine krallenartig gespreizten Finger noch einmal an die Giftzähne des Reptils. Mitunter spielen auch Langs Architekten nach expressionistischem Vorbild mit bizarr strukturierten Hintergründen und perspektivischen Verzerrungen. Wenn Mabuse in seinem Büro vorm Fenster steht, verengen sich die Seitenwände im Hintergrund und konzentrieren den Blick zielgerichtet auf ihn. Ein Eindruck, der in dieser Form schwerlich allein mit einer kurzen Brennweite des Objektivs hervorgerufen werden kann. Ganz anders geht Fritz Lang mit den Innenräumen im Palais des Grafen Told um. Klein und verloren wirken hier die Figuren in den weiten, erstaunlich tiefenscharfen Totalen. Mabuse sperrt die entführte Gräfin Told im runden Zimmer ein, in dem sie gefangen bleibt wie eine Maus im Laufrad. Mit der Außenansicht des Hauses ist dieser Raum schwer vereinbar. Immer wieder überrascht der Regisseur seine Zuschauer mit dem, was sich hinter den Mauern verbergen kann. Häufig scheinen die Innenräume nicht zum äußeren Erscheinungsbild von Gebäuden zu passen. Und die Schauplätze des Finales könnten auch in irgendeinem amerikanischen Gangsterfilm vorkommen. Der Showdown sogar in einem Western. Die uniformierten Soldaten erinnern an einen Kriegsfilm. Mabuses Spiel mit Schein und Sein setzt sich auch in den Widersprüchen zwischen Innen und Außen und dem Täuschungspotenzial der Bauten und ihren Räumen fort. Im Angesicht des Todes bleibt Fritz Lang diskret. Bei Hulls Ermordung verharrt die Kamera in respektvoller Distanz. Den Selbstmord des Grafen Told sehen wir nicht. Wenn seine Leiche gefunden wird, erfahren wir davon in einem Zwischentitel. Und selbst während der Recherche des Staatsanwalts steht die Kamera draußen vor der Tür des Selbstmordzimmers. Ironisch und doch sublim deutet Fritz Lang den Suizid von Mabuses Fahrer im Gefängnis an. Der Inhaftierte löst seine Hosenträger und schreibt einen bösen Abschiedsgruß an die Wand. Das reicht, um dem Zuschauer mitzuteilen, dass sich der Mann erhängen wird. Selbst Cara Carrozzas von Mabuse angeordneten Freitod durch Gift inszeniert Fritz Lang nicht als qualvolles Sterben. Mabuse endet im Zwischenreich des Wahnsinns. Wie ein Tier kämpft er gegen die verschlossene Türe. Das Sicherheitssystem seiner Fälscherwerkstatt richtet sich nun gegen ihn selbst,
Es ist auch keiner mehr übrig geblieben, der ihn von draußen befreien könnte. In die Falle geraten, verliert er seinen Verstand. In seinen Augen verwandelt sich das Räderwerk seiner Werkstatt in ein furchterregendes, eisernes Ungeheuer. Wie die Herzmaschine in Metropolis, in der Frieda plötzlich einen menschenverschlingenden Moloch wahrzunehmen glaubt. Mabuse wird unerlöst weiterleben, irre wie Caligari in seiner Zelle, als Untoter wie Nosferatu, um ein knappes Jahrzehnt später in das Testament des Dr. Mabuse als böses Gespenst wieder aufzutauchen und sein Vermächtnis an den Mann zu bringen. Auch da klingen die Motive des Vampirfilms an. Dracula gibt das Böse durch seinen Biss weiter, Mabuse durch Hypnose. Gestatten Sie, dass ich mich vorstelle. Mein Name ist Mabuse. Dr. Mabuse. Mabuse? Mabuse! 1960 hat Fritz Lang, aus Amerika nach Deutschland zurückgekehrt, noch einmal von Mabuse und seinen Erben erzählt. Der Böse erscheint nun weniger dämonisch, er tritt banaler auf. Und sein Machthunger äußert sich weit pragmatischer. Schienen die früheren Mabuse-Filme das Grauen der Hitler-Diktatur vorherzusehen, so stecken in die tausend Augen des Dr. Mabuse noch die Erfahrungen des Zweiten Weltkriegs. Wahnsinnig. Das sagte man auch von Dr. Mabuse, der vor 25 Jahren starb und dessen Namen und Pläne ich benutzte. Seine Zeitgenossen in ihrem satten Hochmut hielten ihn für einen Verbrecher. Ich aber sehe in ihm ein Genie, dass diese verrottete Welt in ein Chaos stürzen wollte, in dem allein der die Macht haben wird, der dieses Chaos für sich ausnutzt. Ich! Mabuse war der folgenreichste Verbrecher des deutschen Kinos. Fritz Lang ist in all seinen Mabuse-Filmen etwas sehr Seltenes, aber Entscheidendes gelungen. Trotz aller Fantastik, trotz aller kolportagehaften Unglaubwürdigkeiten trafen sie mit einer unerhörten Präzision den Nerv der Zeit und wurden so zum verlässlichen Dokument ihrer jeweiligen Epoche. Ich habe immer versucht, in meinen Filmen irgendeine sozialkritische oder andere kritische Linie durchkommen zu lassen. Ich glaube, ein Film muss im Allgemeinen, es gibt natürlich Komödien mit voller Berechtigung und andere Filme, die genauso viel Berechtigung haben. Aber in einem Film in unserer Zeit, der so einer gewissen Beziehung Zeitgeschichte schildert, ein solcher Film muss erstens kritisch sein und zweitens glaube ich, er muss etwas von einem Dokumentarfilm sein. Thank you.
Die Magier, die ihre Zuschauer Visionen anderer Welten sehen lassen, haben eine lange Tradition in der deutschen Literatur. Sie reicht zurück in die Romantik, in die Zeiten eines E.T.A. Hoffmann. Natürlich kommt dieses Motiv als Film im Film den Möglichkeiten des Kinos besonders weit entgegen. Wenn in Der Golem Rabbi Löw am Hof des Kaisers die Ahnen seines Volkes beschwört, so gleicht dies einer Filmvorführung, die zudem interaktive Möglichkeiten bietet. Auf das Gelächter des Kaisers und seines Hofstaats reagiert der projizierte Ahasver mit einem Wutausbruch, der die Burg zum Beben bringt. Eine vergleichbare Sequenz findet sich auch in Metropolis, wenn Maria vom Turmbau zu Babel erzählt und mit der Erzählung auch im Bild die alttestamentarischen Szenen auftauchen. Mit einer ähnlichen Projektion Dr. Mabuse, der Spieler, ein Bild der Zeit und Inferno, Menschen der Zeit. Die Zeit nach dem Ersten Weltkrieg war für Deutschland eine Zeit der tiefsten Verzweiflung, der Hysterie, des Zynismus, des ungezügelten Lasters. Entsetzliche Armut war neben ganz großem und neuem Reichtum. Berlin prägte damals ein Wort, Raffke, vom Zusammenraffen des Geldes. Raffke, so nannte man den Neureichen. Dr. Mabuse ist das Prototyp dieser Zeit. Er ist ein Spieler. Er spielt Karten, er spielt Roulette, und er spielt mit dem Leben dieser Menschen und er spielt mit dem Tod. In dieser Zeit gab es ein Plakat in Berlin. Berlin, dein Tänzer ist der Tod. Fritz Lang inszeniert einen Totentanz als Zeitbild innerer Zerrissenheit nach dem Ersten Weltkrieg. In der Tradition der dunklen Dämonengeschichten des frühen deutschen Sturmfilms. Wie Robert Wienes das Kabinett des Dr. Caligari aus dem Jahr 1919. Paul Wegeners Der Golem von 1920. Oder Friedrich Wilhelm Murnaus Nosferatu von 1921. Zudem ist Dr. Mabuse eine aktuelle Literaturverfilmung und ein Gangsterfilm. Fritz Langs eigenem Frühwerk Die Spinnen verpflichtet. Die Spinnen bilden eine weitgehend anonym bleibende Verbrecherorganisation. Mit einem nie wirklich greifbaren Dunkelmann als Boss, residierend in einem seltsamen Gebäude aus Stahl, als wolle man gegen militärische Attacken gefeit sein. Hier bereits findet sich das Motiv der geheimen visuellen Überwachung, des Sehens und des Nicht-Gesehen-Werdens, das Fritz Lang später immer wieder beschäftigte. Dr. Caligaris Medium Cesare wird unter der hypnotischen Kraft seines Herrn zum willenlosen Mordwerkzeug. Caligari scheint dabei fast zweckfrei böse zu handeln, ohne wirklich erkennbare materielle Interessen. Er übt Macht unter Machtwillen aus. Der Spieler Mabuse unterwirft sich niemals dem Reiz des Zufalls und dem Abenteuer des Glücksspiels. Er setzt seine hypnotischen Kräfte ein, um sein Gegenüber zu Fehlern zu zwingen.
obwohl er deren Reichtümer nicht braucht, solange er im großen Stil die Börse manipulieren kann und Einfluss nimmt auf den Ablauf internationaler Finanztransaktionen. Letztlich braucht er die besiegten Opfer mehr als die Beute. Selbst der universalgelehrte Faust erliegt seinen Allmachtswünschen. Wenn er den Pakt mit dem Teufel schließt, leiten ihn noch edle Motive, denn er will die Menschheit vor der Pest retten. Doch für den Gewinn der Macht hat er seine eigene Seele verkauft. Er wird zunächst ein exzessiv ausschweifendes Leben führen. In vielen Momenten ist Mabuse Fausts bösester Bruder. Auch er trägt die Verantwortung für den Tod der Frau, die ihn liebt. Und mit Faust verbindet ihn die Gründlichkeit eines Wissenschaftlers. Seine Taten plant Mabuse akribisch und präzis. Doch er bleibt der größte und trivialste Materialist unter den Dämonen. Den alten Alchemistentraum, Gold in der Retorte zu erzeugen, hat er sich auf die einfachste Art erfüllt. In seiner Fälscherwerkstatt druckt Mabuse Geld nach Belieben. Immer wieder werden Frauen das Opfer männlicher Macht. Murnaus Faust lebt sein erotisches Jagdfieber mit Hilfe des Teufels aus. Andere greifen einfach selbst nach der Beute. Das Bild von wehrlosen, von Männern brutal abgeschleppten Frauen ist ein häufig verwendetes Motiv im deutschen Stummfilm. So zum Beispiel in Metropolis oder 1960 in Die tausend Augen des Dr. Mabuse. Nach der Erfahrung des NS-Staats ist die Überwachung zum eigentlichen Instrument der Machtausübung geworden. Auch Mabuses Spiel mit Masken und Verkleidungen wird in die Spinnen schon vorweggenommen. Den Angriff auf das Haus der Spinnen hat Fritz Lang später mit der Erstürmung von Mabuses Hauptquartier noch spektakulärer wiederholt, angeregt durch einen realen Vorfall. Vielleicht ein Jahr, bevor ich Mabuse machte, gab es in Frankreich etwas, was man das Fort-Chavrol nannte. Es war meiner Ansicht nach zum ersten Mal in der Geschichte des Verbrechens, dass sich Verbrecher, Pariser Apachen, ich glaube es waren Bankräuber, in einem Haus in einer Vorstadt verschanzten und die Polizei konnte sie aus diesem Haus nicht vertreiben. Militär musste eingesetzt werden. Und diese Szene habe ich übernommen in Mabuse. Nach dem Ersten Weltkrieg herrschen in Deutschland schwere Zeiten. Innenpolitisch kämpft die Regierung gegen Aufständische von links und rechts. Außenpolitisch leidet die junge Weimarer Republik unter dem Versailler Vertrag und den geforderten Reparationszahlungen. Kein Wunder also, dass der Wille zur Macht ein zentrales Thema im Film wurde. Denn nur die Konzentration von Macht könnte dem Chaos ein Ende bereiten. Gleichzeitig aber erzählt Dr. Mabuse stets auch von der Angst vor dieser Macht und den Folgen ihres Missbrauchs. Schon in die Spinnen hatten sich Verbrecher hypnotischer Kräfte bedient, um Macht über Menschen und ihr Vermögen zu bekommen. Gaukelt Mephisto am Horizont, dem von seinen Vergnügungen ermüdeten Faust, ein Bild der Heimat vor. Thank you.
Auf der Bühne der Berliner Philharmonie suggeriert Dr. Mabuse seinem Publikum orientalische Bilder. Er lässt die Figuren aus der Projektion heraustreten und mitten durch den Zuschauerraum abziehen. Später hat das übrigens Woody Allen in Purple Rose of Cairo wiederholt. Immer wieder wird die Suggestion zur im Stummfilm natürlich unhörbaren, aber sichtbaren Sprache, die nicht als Zwischentitel erscheint, sondern innerhalb des filmischen Bildes. Robert Wiene bedrängt den Zirkusdirektor mit dem hypnotischen Befehl: Du musst Caligari werden. Friedrich Wilhelm Murnaus Mephisto gaukelt dem verzweifelten Wissenschaftler Faust schriftlich die Begriffe Macht und Herrlichkeit vor. Mabuse, der Hypnotiseur, irritiert seinen Gegenspieler durch die Projektion eines chinesisch anmutenden Schriftzugs auf dem Spieltisch. Gegen Ende des zweiten Teils setzt der Verbrecher den Schriftzug Melior als eine Art hypnotischen Befehl ein, um den Staatsanwalt in seinem Auto in einen Steinbruch zu jagen. Welch hinreißende filmische Idee. Auch dem Geschriebenen ist nicht zu trauen. Das Verführungspotenzial der Wörter kann noch tückischer wirken als ein Bild. Mit telepathischer Macht zwingt Mabuse Graf Tolt zum Falschspiel.